Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei uns im Werk ist seit dem letzten Video viel passiert. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann schau dieses Video nochmal an. Auf unserer letzten Betriebsversammlung gab es zum ersten Mal einen Redebeitrag der IG Metall. Endlich wurden auch mal ein paar unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Das hat manchen wohl so gut gefallen, dass kurz vor Ende das Mikro abgestellt worden ist. In diesem Video hier geht es doch mal um das Thema Abmahnung wegen angeblicher falscher Krankmeldung. Ihr alle kennt das Problem. Die Arbeit bei Tesla ist hart. Viele von uns arbeiten bei sehr schlechter Luft, machen drei Jobs gleichzeitig und haben zu wenig Pause. Kein Wunder, dass so viele Kolleginnen und Kollegen krank werden. Aber ist man erstmal krank, geht der Stress bei Tesla erst richtig los. Eine Fehler kann reichen und man bekommt eine Abmahnung. Entgelt wird gekürzt und einige werden sogar gekündigt. Und das, obwohl man sich krank gemeldet hat. Das kann so nicht weitergehen. Was wollen wir? Dass sich alle, die krank werden, schonen und aufs Gesundwerden konzentrieren können. Ohne Angst vor Abmahnungen und Schikane. Wir fordern eine einfache und einheitliche Regelung für alle. Erstens, eine E-Mail für die Krankmeldung muss reichen. Zweitens, keine willkürliche Attestpflicht ab Tag 1. Drittens, Kranke entlasten. Eintragung in Kronos durch HR. Bis jetzt konnten wir uns mit dieser Forderung noch nicht durchsetzen. Deswegen haben wir als aktive Metaller und Metallerinnen eine Petition gestartet und dafür brauchen wir dich. Wenn du auch willst, dass der Druck gegen die Kranken endlich abnimmt, dann unterschreibe unbedingt und überzeuge auch dein Team von unserer Petition. Folgt euch am Bahnhof Fangscheuse oder bei aktiven IG Metaller. Die Petition zeigt, dass wir viele sind. Wir verlassen uns auf euch.